Genau. Also, man kann in einem Principal-Agent-Modell zeigen, dass der Prinzipal kann sich besser stellen, indem er einen Teil seiner Kontrollrechte abgibt an einen sogenannten Intermediär, ne, dessen Präferenzen irgendwo zwischen dem Prinzipal und dem Agenten angesiedelt sind. Okay? Und das ist die theoretische Intuition hinter dieser Strategie der Intermediäre. Nochmal, die Intuition dahinter ist, dass der Intermediär dadurch, dass er intermediäre Präferenzen hat, also irgendwo zwischen Prinzipal und Agent, dadurch kann er sehr gut zwischen Prinzipal und Agent vermitteln. Ganz klar. So, und zum Abschluss dieses Kapitels noch ein paar offene Fragen aus Sicht dieses Artikels. Die erste Frage ist, welche technologischen Eigenschaften genau für den Erfolg von Open-Source-Projekten wichtig sind. Zwar haben wir uns in dieser Sitzung diverse solche Eigenschaften angeschaut, wir haben allerdings kein Gesamtmodell, das uns sagt, wann ein Open-Source-Projekt erfolgreich sein wird. Ne? Und ich denke, es wird auch kein gesamtes Erklärungsmodell geben können, weil Open-Source-Projekte so unterschiedlich sind. Ein wichtiger Themenbereich hier sind die Anwendungen oder Apps, die viele Open-Source-Programme kennzeichnen. Denken Sie nur an die vielen Firefox-Erweiterungen oder von mir aus Android-Apps. Ne? Je größer und bekannter ein Open-Source-Projekt wird, desto mehr Apps wird es geben und umso wichtiger wird aber auch die Frage der Rückwärtskompatibilität. Ich habe, wenn ich zum Beispiel diverse Firefox-Erweiterungen installiere, stellt sich die Frage, ob diese auch weiterhin funktionieren, wenn ich Firefox irgendwann aktualisiere. Okay? Auch wichtig sein wird das Thema Wettbewerb. Einige Open-Source-Projekte werden gerade in der Anfangsphase getragen durch einen kollektiven Wettbewerbskampf gegen eine dominante kommerzielle Firma, typischerweise Microsoft. Ne? Also denken Sie, bei Betriebssystemen ist der gemeinsame Feind typischerweise Microsoft oder bei Office-Anwendungen oder bei Internetbrowser. Ne? Also Microsoft ist oft der böse Bub. Und aus ökonomischer Sicht kann das sehr relevant sein, denn Open-Source-Projekte sind oft dadurch gekennzeichnet, dass die Gruppe der Entwickler sehr groß und heterogen ist. Und ein Standardmittel, um die Zielfunktion an einer so heterogenen Gruppe etwas anzupassen, ist der gemeinsame externe Feind. Was ist aber, wenn sich das Open-Source-Projekt dann irgendwann etabliert hat? Dann ist die Frage, wie gewährt man dann den Zusammenhalt von der heterogenen Gruppe? Ein weiteres Thema ist die Projektlebensdauer. Ein Standardargument ist, dass Open-Source-Programme sich tendenziell länger halten sollten als Closed-Source-Programme, da es bei einem Open-Source-Projekt immer jemanden geben wird, der sich weiter damit beschäftigt. Während bei einer kommerziellen Entwicklung die Entwicklung aus verschiedenen Gründen eingestellt werden kann, ne? Bankrott oder Aufkauf einer Firma. Wir haben aber auch festgestellt, dass der individuelle Programmierer einen Anreiz haben wird, an Projekten teilzunehmen mit hoher Sichtbarkeit der Performance. Wenn ein Open-Source-Projekt also nach einer erfolgreichen Anfangsphase etwas an Popularität einbüßt, könnte das dazu führen, dass zu viele Programmierer abspringen. Es ist ja alles freiwillig im Grunde genommen. Eine weitere offene Frage betrifft das optimale Design von Lizenzen. Die ganze Zeit haben wir uns mit Anreizen in Open-Source-Projekten beschäftigt, ohne im Detail die Ausgestaltung der Software-Lizenz selber zu untersuchen. Einige Open-Source-Projekte sind durch relativ liberale Lizenzen gekennzeichnet, einige eher durch restriktive Lizenzen. Unter welchen Umständen ist jetzt welche Lizenz optimal? Man kann sich zum Beispiel vorstellen, einen Hijacking-Prozess, bei dem ein einzelner Beitragender eine praktische Erweiterung programmiert, diese dann in proprietäre Software umdeklariert und anfängt, Geld damit zu verdienen. Rechtlich kann die Open-Source-Community nichts dagegen unternehmen. Noch eine offene Frage betrifft die Koexistenz von Open-Source und Closed-Source-Software. Wir haben ja festgestellt,
dass kommerzielle Firmen sich durch Symbiose oder Code Release an Open Source Prozessen beteiligen können. Welche Prozesse kann dieses Nebeneinander von Open und Closed Source beinhalten? Nee, welche Probleme kann es dabei geben? Naja, die parallele Existenz von kommerziellen Aktivitäten in Bezug auf ein Projekt könnte natürlich die Anreize der Open-Source-Programmierer beeinflussen, sodass immer mehr Programmierer versuchen, Module zu entwickeln, aus denen man Geld schlagen kann, statt reine Open-Source-Beiträge zu liefern. Eine ganz spannende offene Frage ist, insbesondere für uns oder für Sie von mir aus, inwieweit man Open-Source-Argumente auf andere Industrien übertragen könnte. Könnten zum Beispiel Automobilkomponenten in einem Open-Source-Prozess entwickelt werden, bei dem kommerzielle Firmen Support-Dienstleistungen anbieten? Ein Problem beim Übertragen des Open-Source-Konzepts auf andere Produktbereiche ist das der Modularität. Es gibt viele Produkte, deren Entwicklung nur schwer so modular unterteilbar ist wie bei Software. Außerdem ist das Testen von Produkten in vielen Bereichen viel teurer und aufwendiger als bei Software, wo einfach die User das Programm ausprobieren. Bei Massenprodukten besteht das Problem, dass die User eher nicht die Fortgeschritteneren, also die High-Tech-User sind, sondern reine Konsumenten. Was ist ein weiterer Bereich könnte zum Beispiel Open Science sein. Ein Großteil der wichtigen wissenschaftlichen Arbeiten und wissenschaftlichen Datensätzen ist nicht frei zugänglich. Es handelt sich hier aber auch um Informationsgüter. Und man kann sich dann die Frage stellen, warum wirken hier nicht auch Signaling-Anreize, genauso wie bei Open-Source-Software, sodass wissenschaftliche Arbeiten auch quasi Open Source oder man sagt Open Access bereitgestellt werden. Ne? Das ist ein Thema, das wir jetzt in dieser Vorlesung nicht weiter besprechen, aber falls es Sie interessiert, können Sie entweder, wenn es Sie wirklich interessiert, können Sie eine Bachelorarbeit bei uns darüber schreiben oder im Masterseminar eine Hausarbeit dazu schreiben, ne? Wenn Sie in Kassel bleiben wollen und auch noch den Master drauf satteln. So, das ist alles, was ich diese Woche zu sagen hatte. Ich denke, wir haben jetzt relativ ausführlich über Anreize für Open-Source-Software uns angeschaut und festgestellt, es gibt doch ökonomische Anreize, sich an Open-Source-Projekten zu beteiligen. Es ist nicht alles ideologisch. Und nächste Woche schauen wir uns empirische Evidenz an zum Thema Piraterie und Copyright. Na, und da ist nämlich die große Frage, inwieweit Piraterie, File-Sharing, so Sachen wie File-Sharing, einen negativen Effekt auf Verkaufszahlen haben können, inwieweit das relevant ist und so weiter.